Klimawandel und Klimaschutz sind aktuelle Themen, die uns alle angehen. Um über die Herausforderungen unserer Zeit mehr zu erfahren, bietet die Klimaarena in Sinsheim ein spielerisches Lernerlebnis. An jeder Ecke gibt es hier spannende Inhalte zu entdecken. Für Schulklassen, Lehrer, Familien und alle, die auch etwas zum Klimaschutz beitragen wollen. Aus der anfänglichen Vision ist seit 2019 der erste Klimaerlebnisort entstanden. Das weitläufige Gelände ist gespickt mit informativen Stationen, die interaktiv und spannend aufklären. Dr. Bernd Welz ist Vorstandsmitglied der Klimastiftung für Bürger und begleitet uns durch die Klimaarena. Es war ein langer Prozess, die Ausstellung, so wie sie jetzt steht, hier zu erstellen. Da sind Ideen von ganz vielen Leuten mit eingeflossen. Wir hatten ein wissenschaftliches Gremium, das den ganzen Prozess begleitet hat. Und natürlich eine Agentur, die dann die Ausstellung für uns gebaut hat und die auch die entsprechende pädagogische Museumsexpertise mit eingebracht hat. Wir müssen unser Klima schützen, denn wir sind auf dem besten Wege, unsere Lebensgrundlage zu zerstören. Und wenn wir nicht bald etwas tun, sagen ja auch die Wissenschaftler, dann wird die Menschheit hier keinen Planeten mehr vorfinden, auf dem man wirklich gut leben kann. Wie die Welt aus Sicht der Wissenschaftler aussehen könnte, wenn wir nichts an unserem Umgang mit dem Klima ändern, zeigt das Herzstück der Ausstellung eindrucksvoll: der Gletscher. Ja, in der Mitte unserer Ausstellung sieht man ja den Gletscher, also dieser blaue Kubus, blau blinkende Kubus. Das ist unser Multimedia-Kino. Und in dem kann man eben eine Zeitreise erleben. Und zwar im Jahr 2100 reist man in den Amazonas, ins Regenwaldgebiet. Und das Szenario ist leider etwas dystopisch. Also die Menschheit hat leider nicht die Kurve gekriegt. Der Klimawandel hat voll zugeschlagen. Und in unserem Gletscher sieht man dann, wie es dann dort wohl vermutlich aussehen wird. Die Stärke der Dauerausstellung liegt darin, die auf den ersten Blick komplexen Themen kreativ aufzugreifen und interaktiv umzusetzen. Wie zum Beispiel an der Station rund um das Thema Mobilität. Ja, wie bei allen Lebensbereichen zeigen wir, welche Optionen gibt es denn heute, mobil zu sein. Auch welche verschiedenen Antriebsmodelle gibt es. Oder wird es auch in der Zukunft geben. Für uns ist wichtig, dass unsere Besucherinnen und Besucher mitnehmen, dass man nicht bei Mobilität nicht nur automatisch ans Auto denkt oder an Fliegen, sondern erstmal multimodal denkt. Also es gibt verschiedene Verkehrsmittel. Die Verkehrsmittel haben natürlich einen unterschiedlichen CO2-Fußabdruck, den wir hier auch sehr schön mal sichtbar machen in einem Spiel, wo man eben fiktiv eine Reise plant über verschiedene Teilstrecken und dann adäquat für jede Teilstrecke das richtige Verkehrsmittel wählt und so versucht, den CO2-Ausstoß der gesamten Reise insgesamt zu optimieren durch eine clevere Auswahl dieser Verkehrsmittel. Diese Form des Lernens macht Spaß und vermittelt Wissen auf spielerische Weise. Besonders interessant für Schulklassen. Das hat auch Pädagoge Robert Wild zu einem Tagesausflug mit seiner Klasse in die Klimaarena inspiriert. Wir sind von der Realschule Neckargemünd heute hierher gekommen in die Klimaarena und sind es mit der Absicht, damit die Kinder sich mit dem Thema Klima und was man unter dem Thema Klimawandel versteht, eben genauer beschäftigen können. Die Stationen sind sehr interaktiv und da ist ein gutes Beispiel draußen die Elektrokartbahn. Dort müssen die Kinder zunächst in einem Hamsterrad die Energie erlaufen, dass sie einen Energiecoin bekommen und mit dem können sie dann quasi das Fahrzeug zum Leben erwecken und ein paar Runden damit fahren. Und da wird es, denke ich, unmittelbar bewusst, dass man halt erstmal den Strom auch irgendwo herbekommen muss, dass man den nicht einfach nur nutzen kann und der einfach aus der Steckdose kommt. Ja. Neben den zahlreichen Exponaten der Innenausstellung findet man draußen ein weitläufiges Gelände mit weiteren Informationen und Aktivitäten für Jung und Alt. Im Themenpark haben wir die zwei großen Themen Lebensraumnatur und Wirtschaftsraumnatur. Also Wirtschaftsraumnatur ist Forstwirtschaft, Landwirtschaft. Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf Forst und Landwirtschaft? Oder umgekehrt, wie beeinflussen Forst und Landwirtschaft den Klimawandel? Wo sind dort Hebel, um klimafreundlicher zu wirtschaften? Für Kinder gibt es viele Erlebnisorte zu entdecken, wie diesen Wasserspielplatz.
Wer die aufgenommenen Informationen in Ruhe verarbeiten möchte, kann in Hängematten entspannen und den Park genießen. Die Erkundung des Geländes und der Exponate hat auch den Schülern von Jutta Schäfer großen Spaß gemacht. Also die Klimaarena haben wir heute besucht mit unseren beiden Klassen aus der Mittelstufe. Mir ist es sehr wichtig, dass die Kinder von heute auch erfahren, was sie tun können für das Klima, weil sie sind ja letztlich die Generation, die nach uns kommt. Und da ist es natürlich besonders im Blickfeld gewesen an unserer Schule, dass wir dieses Thema auch immer mal wieder aufgreifen, sei es in Physik, in Biologie oder in Chemie. Und da bietet es sich sehr gut an, hierher zu fahren. Die Kinder haben auch viel dazu gelernt, was sie selber tun können, sei es das Handy-Ladekabel nicht die ganze Nacht dran lassen, sondern nur so lange, bis das Handy geladen ist, oder eben auch den Eltern zu zeigen, wie man besser einkaufen kann für das Klima. Und ja, da haben wir heute schon hier einiges erlebt und ich habe auch noch die eine oder andere Sache mitgenommen, die ich noch nicht wusste. Auf Entdeckungsreise geht hier aber nicht nur der Nachwuchs. Der kreative Wissensspeicher lädt mit vielen digitalen Elementen alle Interessierten ein. Die Klimaarena bietet wirklich ein tolles Erlebnis eigentlich für jedes Alter. Ja, also die ganze Familie ist natürlich eingeladen. Die Ausstellung ist immer so gebaut, dass man die, ich sag mal, oberste Information sehr schnell erfassen kann, auch mit Spielen. Und dann gibt es aber noch weitere Ebenen, wo es noch tiefer Informationen dann bereitgehalten werden. Also auch Erwachsene finden hier genug Material, sicherlich, um sich damit zu beschäftigen. Wir sind auch ein außerschulischer Lernort, das heißt, viele Schulklassen kommen zu uns und wir sind auch ein Forum für Nachhaltigkeit hier in der Region. Wir wollen auch Impulse setzen in der Region, also sind dabei auch unsere Angebote auszudehnen für Kommunen, für Vereine, die auch eine Vorbildfunktion spielen können beim Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit, genauso wie für Unternehmen. Alle Unternehmen machen sich auf den Weg und haben das Problem, wie erkläre ich eigentlich meinen Mitarbeitern, was Nachhaltigkeit überhaupt bedeutet? Wie kommen alle erstmal auf den gleichen Wissensstand, um dann die neue Strategie im Unternehmen umzusetzen? Und da können wir der Region hier eine Einrichtung zur Verfügung stellen, die sonst seinesgleichen sucht in Deutschland. Die Dauerausstellung setzt sich kritisch mit den Themen rund um den Klimawandel in allen Lebensbereichen auseinander. Vom Wohnen über die Mobilität bis hin zu unserem Lebensstil und der Natur. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden hier für jedermann anschaulich aufbereitet. Mit Spiel, Spaß und interaktiven Mitmachaktionen. So können die Besucher hautnah die Auswirkungen des Klimawandels erleben und erkennen, welche Folgen ihr Handeln der Gegenwart für die Zukunft unseres Planeten hat. Dabei stehen kreative Lösungsansätze im Fokus, um einen inspirierenden Ausblick zu geben und das Klima besser zu schützen.